Hallo und herzlich willkommen hier zum Haste-Modus von Battlefield Hardline, beziehungsweise von der Beta von Battlefield Hardline. Das ist der letzte Modus, den ich jetzt dran spiele. Ab geht's, würde ich sagen. Ich habe gehofft, dass es sie irgendwie ablenkt. War gut. War gut, war gut, 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 gut. Nicht gut. Scheiße, totaler Scheiße. Das ist so ähnlich wie Rush, muss ich sagen. Haste-Modus. Haste finally coming to Battlefield. Hardline. Komm, 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 komm. Drück drauf. Kann ich direkt unterstützen. Ja, bitteschön, vielleicht braucht jemand. Flucht. Okay, den hat er gut gesehen. Sehr, sehr sauber. Twinche, Hacker, Twinche, hä? Okay. So, Watchdogs-mäßig oder was? Scheiße, ich bin tot. Ich bin der Erste, der stirbt. Das kann doch nicht wahr sein. nee. Oh Gott, das ist schon traurig irgendwie, ne? Aber ich muss wieder spawnen. Das kann doch nicht, das darf doch nicht so lange dauern alles. Ich spawn mal bei dem hier. Hier ein bisschen Unterstützung. Ein bisschen Handgranate. Ein bisschen tot. Ey, verarscht ihr mich hier alle? Schon wieder sterbe ich. Es ist doch alles nicht mehr schön. Wer qualitativ hochwertige Let's Plays zu Battlefield oder Battlefield Hardline sehen will, bei Fabian Sigismund auf seinem Kanal namens Battle Bros, ist ganz klar zu empfehlen. Okay, ist down. Oh, das war knapp, Junge. Hier stehe ich jetzt natürlich, hier stehe ich falsch, ich stehe super falsch hier. Hier kann ich wenig mit anfangen, mit allem. Scheiße. Killhilfe 39, immerhin. Auch wenn es nicht gut war. Ich traue mich irgendwie nicht hier raus momentan. Okay, ist vorbei. Die Runde. Polizei gewinnt. Jo, ich konnte nicht so wirklich viel beitragen. Ah, 0:3 KD. Entspricht natürlich dem, wie ich momentan Battlefield Hardline spiele. Ist ganz klar, ich spiele nicht gut. Trotzdem ist es ärgerlich, eine 0:3 KD. Ja gut, was soll's. Ich werde es überstehen. Gerade so. Und jetzt geht's in die nächste Runde. Zum nächsten. Den Banküberfall. Die Ladezeiten sind wirklich deutlich verkürzt, muss man sagen. Das finde ich wirklich gut. So, hopp, hopp, hopp. Auf geht's. Hacker Twin Chains. Okay. Wirklich total wie Rush. Kommt's mir vor. Wir haben jetzt wieder unendlich Leben. Und der Gegner halt 100 von 100. Oder 100 insgesamt. 100 insgesamt. Und wenn wir es ja auf 0 runterkriegen, war's es. Und natürlich Beutezeug. Ist ja logisch. Verhindern. Wir sind die Polizei. Das ist unser Job. Sollte klar sein. Komm. Grenade going out. Here's a med kit. Scheiße, 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 scheiße. Ich weiß nicht mehr, was das grüne, was das blaue eigentlich ist für ein Feuer.
Was? Da war noch einer. Ich habe ihn doch gesehen. Ich habe überhaupt gar keinen Überblick mehr. Da läuft einfach einer von den Verbrechern, glaube ich, neben mir vorbei und so. Boah. Mir fehlt totaler Überblick. Aber ich stelle mal ein bisschen andere Ausrüstung zusammen. Zumindest die Optik könnte ich so ein bisschen verändern. Okay. Hier kann ich nirgendwo beitreten. Machen wir einfach mal. Oh nein. Verteidigen. Also ich blick's noch nicht so vollends. Das ist der einzige Modus, wo ich wirklich so ein bisschen meine Probleme habe. Na, aber hier verstehe ich noch nicht meinen ganzen Sinn dahinter. Der macht sie alle kalt und ich laufe so gemütlich hinterher so. Ja, okay, mach mal. So fühle ich mich tatsächlich. So wie der Praktikant. Willst du mich eigentlich verarschen? Na, immerhin ein. Hilfe zählt als Kill auch nur, aber... Es war auch nicht gut. Es war nicht gut, aber... Das kann doch nicht wahr sein. Immerhin habe ich ihn auch getötet. Aber das kann doch nicht wahr sein. Der muss schon 1000 Jahre vorher, muss er schon tot sein. Ah. Die Krise. Ich weiß nicht wohin. Da ist Spawn. Sonders fällt mir nicht ein. Holt euch das Paket. Was du nicht sagst. Ja. Jetzt hatte Battlefield mal den kurzen Einfall, einfach mal sich halber zu schließen. Zumindest bei mir momentan. Was ich weniger geil finde. Oh, ich mach's mal wieder groß. Sehr schön. Also für alle, die sich wundern, was ich gerade da komisches gemacht habe, es hat sich einfach mal minimiert. Warum, weiß ich nicht. Es ist eben eine Beta. Da überstehe ich das gerade so. Halte den Trigger auf. Ob es denn jetzt sagst. Ich blick nur noch Bahnhof. Blick gar nichts. Scheiße. Hätte ich aufhalten können. Bisschen ärgerlich. Spawn. Medikit. Ein Gegner. Okay. Oh, nicht okay. Ich blick nicht, woher die Gegner kommen. Ich blick gar nichts. Ich blick wirklich nur Bahnhof. Und ich habe einen gekillt. Hey. Der ist mir auch voll vor die Flinte gelaufen. Kommt Jungs. Hopp, hopp. Oh shit. Medikit. Das war auch nur... saumäßig viel Glück. Mein Aim ist wirklich von Arsch. Zumindest in Battlefield wirklich von Arsch. Aber ich spiele es auch kaum von da. Es darf von Arsch sein. Ich will euch nur ungefähr die Eindrücke mal vermitteln hier. Okay, komm. Granate.
Was missfällt mir hier alles? Sehr. Da üben. War das einer von uns oder von den Gegnern? Ich bin mir gar nicht sicher. Von den Gegnern. Ich bin mir sicher. Komm Junge, Baxte. Nicht. Kommt garantiert gleich einer hochgelaufen. Du bist arm, Kirche. Was ist das für ein komisches... Was sind das für komische Flammen? Nee, das war klar. Das war einfach zu klar. Ah ja, Medikit. Ah, da hinten wäre einer gekommen. Hey, wir haben gewonnen. Ist ja geil. 6-4, endlich mal keine KD, die unter 1 lag. Das hat mir schon besser gefallen. Auch wenn ich Glück hatte mit der KD. So, ich hoffe, euch haben die Eindrücke irgendwie ein bisschen weitergeholfen. Irgendwie nur ein bisschen. Ich weiß, mein Skill ist nicht vorhanden, aber irgendwie hilfreich vielleicht so. Ja, wäre toll, wenn ich irgendwie helfen kann. Ja, ich persönlich finde die Beta, ja, also ein bisschen das Spiel relativ gut, nur... Boah, ich weiß nicht, es haut mich jetzt halt nicht um, es ist irgendwie so gefühlt eine gewisse Erweiterung von Battlefield 4, in der ich noch nicht wirklich gut bin. Also das ist mein persönlicher Eindruck. Muss ich jeder selber bilden, Beta ist gelaufen jetzt, eine Woche ungefähr, knapp eine Woche. Ja, Spiel kommt dann im März. Danke fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, man sieht sich bald beim anderen Let's Play. Und tschüss.